Leute und herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Colossus. Und zwar besiegen wir heute den Koloss Kenobia, heißt der, meine ich, oder so. Also ich weiß es gerade nicht, aber der Name tut auch nichts zur Sache. Der Koloss ist diesmal wieder ein kleiner, das heißt, wir hatten gerade den größten Koloss, den man im Spiel vorfinden kann, und werden jetzt erstmal zum kleinen gehen. Soweit ich mich richtig erinnere, war der auch ungefähr. Yes. Ich weiß aber nicht, welche Brücke ich dafür nehmen soll, aber ich werde es einfach mal probieren. Soweit ich weiß, ist der relativ weit am Ende dieses ganzen Weges. Und was ich noch dazu sagen kann, also ihr werdet das bestimmt schon hören, ich klinge ziemlich nasal. Ach, deswegen funktioniert das nicht, weil... Ah, okay. Ich klinge ziemlich nasal, weil meine Nase verstopft ist, komplett. Und dafür wollte ich mich auch erstmal entschuldigen. Also, naja, wofür soll ich mich eigentlich entschuldigen? Ich bin krank und dagegen kann man eigentlich auch nicht viel machen. Aber es tut mir trotzdem leid, dass ich krank geworden bin. Sage ich das mal so. Also ich weiß nicht, wieso ich mich jetzt unbedingt entschuldigen will. Aber ich finde das schon ein bisschen blöd, wenn man krank ist und sich diese Let's Plays angucken muss und die so komisch klingen. Aber ich hoffe natürlich, es stört euch auch nicht weiterhin. Es ist nicht so ein schlimmer Verlust. Ich meine, ich bin ja auch schon seit 2 Monaten krank, aber heute ist das echt wieder extrem. Ich habe gerade eine Sovi-Leistungsklausur geschrieben und, ja, glaube ich, 30, 40 Taschentücher verballert. Aber naja, hättest du lieber den Kindern in Afrika gegeben, die hätten das noch gegessen. Der Spaß, wir wollen jetzt auch nicht zu rassistisch sein. Aber nur mal dieses Klischee aufzurufen, dass es Verschwendung ist. Ja, was soll ich noch sagen? Also, wie gesagt, Kenobia, Zenobia hängt ab, wie man es Latein ausspricht. Weil es gibt ja 2 Ausspruchsweisen, einmal mit Caesar, einmal mit Caesar. Caesar kommt dann vor... Also, beides ist Latein, aber Caesar ist dann eine Anspielung auf Kaiser und Caesar, meine ich, auf Zar. Also so haben wir das immer gelernt. Also es gibt, wie gesagt, diese 2 Ausspruchsweisen. Ich meine, das mit Caesar ist die neuere und Caesar die ältere. Aber ich bin mir echt unsicher. Also ich habe Latein schon abgeschlossen. Ich habe mein Latinum erhalten. Ich bin glücklich. Ich bin zufrieden. Mehr musste ich nicht machen. Ich muss doch da ganz oben links. Dafür kann ich doch auch außen rum reiten, oder? Also so habe ich damals immer, glaube ich, gemacht. Ich mach's einfach mal. Also ich meine, es gibt ja nichts zu verlieren. Vielleicht ein bisschen Zeit. Aber das ist auch nicht weiter schlimm. Und ich weiß auch nicht, also wie gesagt, eigentlich sollten es ja nur noch 3 Folgen werden. Es werden ja nur noch 3 Kolosse. Aber ich weiß nicht, ob ich die letzten Folgen splitten soll, weil die dauern doch relativ lang. Also der Weg zum 16. Koloss dauert vielleicht 10 Minuten, weil man da viel klettern muss. Der Koloss an sich dauert auch nochmal 10, 20 Minuten, hängt ab, wie ich mich da anstelle. Und dann zusätzlich noch das ganze Outro, was ziemlich lange ist und langatmig. Also ich weiß echt nicht, also ihr könnt das in den Kommentaren ja entscheiden, beziehungsweise ich werde selber nochmal nachgucken, ist ja gar kein Problem, so viel Arbeit ist das auch nicht. Ja, ich hätte auch so rumreiten können, also es ist schon okay, wie ich geritten bin. Ach nee, ich hasse das, wenn das Pferd auf einmal nicht mehr schnell rennen will. Yo. Darunter muss ich auf jeden Fall. Yes. Yes, sir. You are right. Ist aber doch recht schnell. Also, man denkt gar nicht, wie schnell der eigentlich reitet. Also, wenn man von hinten so guckt, sieht es gar nicht schnell aus. Aber ich meine, was für eine Strecke wir allein schon zurückgelegt haben. Das ist ja doch schon beachtlich. Ach ja, dazu habe ich mir letztens Vortrag angeschaut, beziehungsweise
naja, ein Teil eines Vortrags, weil der Vortrag ging eigentlich um was anderes, aber das wird zwischendurch mal erwähnt. Und zwar liegt das an der peripheren Wahrnehmung. Das heißt, wenn ich so schaue, kommt es mir langsamer vor, schaue ich so, sehe ich aber im Vergleich dazu die ganzen Objekte, dass die schneller an mir vorbeirasen. Und dadurch ist die periphere Wahrnehmung viel höher und ja, die ist viel höher. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Also ich denke, ihr versteht, was ich meine, dass die somit höher ist und dass es mir einfach vorkommt, als wäre das schneller, wenn ich so mache, weil die Objekte rasen einfach schneller an mir vorbei. Dafür sind, meine ich, an der Autobahn auch diese ganzen Pöller innerhalb von 50 Metern aufgestellt, damit man trotz Nebel immer noch diese Wahrnehmung hat. Also meine ich, weiß nicht. Ich habe meinen Führerschein noch nicht abgeschlossen. Das heißt, ich kann nur von Vermutung ausgehen. Es kommt mir echt so vor, als wäre ich hier noch nie gewesen in diesem Spiel. Also, es sieht echt wunderschön aus. Ist aber richtig, so wie ich das gerade sehe. Das heißt, ich reite hier hin und dann weiter nach links. Ja. Vielleicht bin ich ja gar nicht so falsch. Jo. Ist auf jeden Fall ein richtiger Ansatz, wo ich hier hinreite. Beziehungsweise ich reite, glaube ich, sogar im Kreis, aber das ist mir egal. Ich bin, glaube ich, gerade im Kreis geritten. Yes. Oder? Warte. Moment mal, ja. Nein, warte. Nö, ist richtig. Also doch, ich muss hier nochmal hoch. Und dann sollte ich da sein beim Koloss. Ich hoffe, ich bin auch... Ja. Hier auf jeden Fall wird er sein, weil die Wolken verdecken noch dieses ganze Gebiet. Wo die Wolken das Gebiet verdecken, ist meistens ein Koloss. Es wird am Ende aber, meine ich, wenn ich alle 16 getötet habe, immer noch ein bisschen Gebiet bewölkt sein. Aber das ist einfach auch nur auf der Karte immer abgebildet. Da kann ich nichts dran ändern, soweit ich weiß. Ach ja, und wir sind schon am nächsten Koloss. Ich meine, ihr seht ja schon die Pöller, die hier extra schön aufgestellt worden sind, damit wir den Weg auch nicht verfehlen und wir hätten ihn trotzdem fast verfehlt. Es geht jetzt nämlich in die antiken Ruinen von diesem Land Dormin. Von dem Land der Dormin, so müsste ich das theoretisch sagen. Ja, jetzt sehe ich ein bisschen mehr. Ist auf jeden Fall angenehmer. Und schön fährt. Die wollen einfach nicht, dass man hier in dieser Ebene ein Pferd mit sich bei hat. Also müssen wir das hier leider loslassen. Es gibt aber, meine ich, eine Möglichkeit, wie man das Pferd sozusagen teleportieren lassen kann. Und zwar geht man eine gewisse Reichweite weg, drückt den X-Knopf an bestimmten Stellen, weil es gibt Stellen, wo das einfach nicht mehr angezeigt wird. Also es gibt Stellen, wo man X drücken kann, damit das Pferd kommt, und Stellen, wo es nicht drücken kann. Zum Beispiel bei diesen Gegnern, während ich in seiner Zone bin, werde ich nicht X drücken können und das Pferd wird kommen. Bin ich aber hier zum Beispiel, ich meine, das war hier irgendwo am Rand, kann ich X drücken und das Pferd wird irgendwann aus dieser Richtung kommen, wo ich gerade hinschaue. Also das habe ich mal in einem Video gesehen, dass es so passiert. Es kann sein, dass irgendwas geändert worden ist oder eine Modifikation oder sonst was. Aber soweit ich weiß, ist das einfach nur Ausnutzen von, naja, was heißt Spielfehler, von Kleinigkeiten in Spielen, die enthalten sind. Ja. Und hier finden wir auch diese ganz normalen Steine vor, die wir jetzt hier auch in riesiger Menge vorfinden werden. Also hier ist ja der Koloss, den ich bekämpfen muss. Ist ein kleiner Bulle, kleiner Stier, sonst was. Und ich mute mich auch ganz kurz, weil ich ganz kurz meine Nase bereinigen will. So. Ja, ich kann nicht ganz normal runterfallen, das ist kein Problem. Und da vorne auch nochmal. So. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus für ein PlayStation 2 Spiel. Bin ich jetzt überhaupt richtig? Nee.
Also irgendwas mache ich hier falsch, das weiß ich. Vielleicht muss ich, ach, ich muss erst auf, genau. Ich muss, meine ich, erst rüber. Nur wie mache ich das Ganze nochmal? Vielleicht da vorne? Ja, hier kann man sich gar nicht festhalten an dieser Wand. Ich dachte, an diesem kleinen Teil kann man sich festhalten. Vielleicht hier auch nicht. Ha, ich guck mich nochmal um. Also hier weiß ich, was später passieren muss, aber was... Ich meine jetzt... Ach, da vorne. Ich bin auch doof. Ich sehe das auch echt gar nicht. Zack und zack. Sobald man sich festhält, bekommt man nie Fallschaden. Wichtige Regel. So, achso, das ist eine Treppe. Ich kann die ganz normal runterlaufen. Gechillt. Ja. Hier ist nämlich so ein Wassersystem. Soweit ich weiß. Ach, wo, ja. Ich fange hier einfach an. Da vorne wird er jetzt, glaube ich, rauskommen. Ja. Ach, er steht ja genau. Der steht ja da oben. Und kommt jetzt mit voller Engelin ganz runter. Also, wie ihr seht, er sieht ja auch fast schon so aus wie dieser andere Stier, den wir schon bekämpft haben. Nur, dass dieser ein bisschen aggressiver vorgeht vielleicht. Wow, fuck. Okay, wir können uns hier nicht festhalten. So. Wir müssen auf jeden Fall erstmal viel weiter, also es ist echt noch gar nichts, wo ich hier bin. Weil wir müssen den zu einem ganz gezielten Punkt locken. Und damit wir den da hinbekommen, müssen wir erst was erledigen. Oh, schon ein kleiner Anfang, vielen Dank dafür. So, erstmal reizen. Wenn wir ihn reizen, wird er nämlich viel aggressiver vorgehen und das Teil umstoßen. Ich versuche jetzt mal noch an den Rand zu gehen. Ah, komm schon, da. Perfekt. So landen wir nämlich sofort wieder da drauf und können weitermachen. Unser lieber Stier wird jetzt natürlich folgen, weil er so blöd ist. Vor Wut. Hopp. Also dieser Gegner geht mir gerade echt leicht von der Hand. Wird natürlich wieder anders, wenn ich dann auf den drauf bin, weil das muss ich auch noch machen. Aber dieses ganze Jump'n'Run Zeug scheint mir gerade relativ easy. Und zack. So, einfach nochmal schießen, also bis sie sich komplett aufregt. Zack, hier festhalten und ihr werdet jetzt sehen, es gibt diese kleine Funktion, zack. Der lässt dann im letzten Moment los, hopp. Und jetzt einfach nur weiter nach oben, also so schwer ist das ja auch nicht. Ihr seht ja, wir haben nicht mehr viele Säulen vor uns. Ich meine, es ist ja auch nicht so schwer, was ich hier gerade mache. Das könnte, glaube ich, jeder bekommen. Ach komm schon, halt dich fest, halt dich fest, halt dich fest. Danke. Es gibt bestimmt auch Leute, die während des Festhaltens einfach losspringen oder so. Aber ich zähle auf jeden Fall nicht dazu, weil ich es nicht riskieren will. Also was heißt nicht riskieren? Also so viele Probleme gibt es da unten gar nicht, wie mit den anderen Stieren. Der andere Stier rastet ja völlig auf und lässt einen gar nicht aufstehen. Bei diesem ist es ein bisschen anders. Der gibt einem wenigstens noch die Chance aufzustehen, weil der immer noch so mit seinen Füßen Anlauf nimmt. Ihr werdet das jetzt ja nochmal sehen.
Er wird nämlich jetzt erstmal mit seiner Pfote, genau, noch ein paar Mal machen. Zack. So, jetzt einfach weiter. Erst später wird er, meine ich, wenn er wütend ist, wird er so ganz anders. Also sein Angriffsschema ändert sich, meine ich. Ach. Ich krieg's echt nicht hin. Zack. So easy geht er doch. Und wieso mache ich das dann falsch? Ich weiß es auch nicht. Aber auf jeden Fall, es läuft 100-mal besser und ich habe mit dem lieben, netten Osa nochmal diskutiert und wir sind uns einig geworden, also was heißt einig geworden, wir hatten halt ein paar Diskussionen, haben ein paar Spiele vorgeschlagen und es wird, wie gesagt, auch noch mehr Spiele vorgeschlagen von ihm und von mir und wir gucken dann, was er gerne sehen will, was ihr vielleicht gerne sehen wollt, also ihr könnt euch immer noch in den Kommentaren darum kümmern, aber Osan war halt erst der Erste, der sich darum wirklich gekümmert hat. Deswegen habe ich das jetzt erstmal mit ihm mit WhatsApp geklärt, also per WhatsApp, weil ich kenne ihn ja auch. Ja, und wir haben uns halt dafür entschieden, dass möglicherweise Bulletstorm gespielt wird. Ich weiß es noch nicht ganz, ob ich das spielen werde. Ich muss mich erstmal mit den Rechten und alles drum kümmern, weil ich kann nicht einfach jedes Spiel jetzt playen. Das sollte euch aber auch bewusst sein, denke ich mal. Ja. Wie gesagt, also ich werde nochmal nachschauen, wie genau das ist, was genau ich ändern kann, was genau ich noch spielen kann, was spielen darf, was spielen nicht darf. Und wie gesagt, die Palette ist relativ groß zur Auswahl. Also ich könnte viele Spiele spielen, weiß aber noch nicht genau, worauf ich Lust habe, weil wenn mir die Lust fehlt, finde ich das Let's Playen komplett unnötig. Dann hat es ja gar keinen Sinn, dann spiele ich ja ein Spiel, worauf ich gar keine Lust habe. Und das will ich ja nicht. Aber Bulletstorm habe ich damals ja schon gespielt. Das heißt, ich werde, denke ich, da ich nicht so viel Probleme damit haben werde, das zu spielen. Ach komm schon, komm schon, komm schon. Wehe, du machst es. Ja, perfekt. Ups, ich wurde ziemlich hart weggeschleudert. Das Gute ist, sobald man einmal diesen Pfosten oben berührt hat, wird erstmal die Agro auf 0 gesetzt. Ach. Der liebe Stier hat mich zum Glück nicht berührt. Oh Gott, der hat mich immer noch nicht berührt. Perfekt. Also noch besser kannst du nicht laufen. Erstmal die Agro noch ein bisschen wecken. Zack. Genau deswegen wollte ich euch nochmal berichten. Es ist wichtig darauf zu achten, dass hier solche Klötze sind. Das Teil ist gerade genau auf mich geflogen. Also eigentlich sollte ich ja tot sein. Aber ich will mal nichts sagen. YOLO, ich sehe gar nichts. Okay. Ich muss erstmal auf diesen Punkt hier kommen. So. Ich meine, man kann den auch in die Wunde reinschießen. Das hat auch seinen kleinen Effekt. Seht ihr? Es gibt einen Pfeil, der auch mehr Schaden macht, soweit ich weiß. Aber so ein bisschen, um die Agro zu wecken, geht das.
So, ich werde einmal versuchen, von oben drauf zu springen. Das ist, glaube ich, relativ schlauer. Hopp. Zack. Schon viel besser. Also dieser Gegner ist echt gut gelungen. Er kann mich auch nicht abschütteln, weil ich hinten sitze und nicht vorne. Sobald er nicht anfängt zu rennen, ist alles okay. Also es ist echt der perfekte Sprung gewesen, da ich mich an diesem Punkt hier festgeklaudert habe. Dann wäre ich weiter vorne, hätte die ganze Zeit schütteln können. Aber es ist nun mal nicht so gekommen und ich habe es wirklich geschafft, dass der auch kein bisschen rennt, sondern immer auf der Stelle versucht, mich abzuschütteln. Ist echt ein fast perfekter Run gewesen. Hätte ich das, glaube ich, auf Zeit gespielt, wäre es genauso gut gelaufen. Also, was heißt, wäre es genauso gut gelaufen. Was ich damit sagen will, ist, hätte ich das Spiel jetzt auf Zeit gemacht, hätte ich das vielleicht sogar hinbekommen. Weil auf Zeit ist das echt manchmal kompliziert. Also es gibt Gegner, die fast unmöglich sind auf Zeit. Aber es gibt natürlich wieder Profis, die das hinbekommen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe natürlich, die Folge hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, lasst doch mal eine Bewertung da. Und es tut mir auch echt verdammt leid, dass meine Nase komplett zu ist. Aber es ist nun mal so, ich kann da nichts für. Und ich hoffe trotzdem, ihr nehmt das als Entschuldigung an und danke und haut raus. Und bevor ihr noch raushaut, schreibt doch mal bitte in die Kommentare, ob ihr mit Bulletstorm einverstanden seid und ob ihr vielleicht etwas anderes sehen wollt. Und ja, danke nochmal und tschüss.